Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Ja, wir warten jetzt auf unseren neuen Gast, eine Stute, Choki, macht wohl ein bisschen Rittigkeitsprobleme, was ich dem Kontaktformular entnehmen kann. Es fielen auch so Sätze wie Gurtzwang, Sattelzwang, Kopfscheu. Da bin ich richtig gespannt, was da so auf uns zukommt. Und als zweites kommt noch ein Friese und hier ist eigentlich die Besonderheit, dass es ein Hengst ist. Und auch da bin ich mega gespannt, wie das so klappt, ob wir wirklich umdisponieren müssen oder ob das so geht, wenn die beiden nebeneinander stehen. Soll angeblich gar kein Problem sein, weil ansonsten hätte ich ihn nicht aufgenommen. Ja, so kann man sich doch wunderbar die Zeit vertreiben, wenn man aufs nächste Pferd wartet. Das sind mal wieder beste Wettervorhersagen für die Draußenarbeit. Regen, Sturm, ja. Was kann man sich Besseres wünschen, wenn man so einen Outdoor-Job hat? Einen Regenschirm vielleicht. Der kommt immer gut an. Ich glaube, Vicky ist in eine Putzscheune, die macht Campino fertig. Die ist gestern richtig schön geritten. Das wird sie vielleicht jetzt auch machen. Was ist los, Mäxchen? Ha? Was ist los? Muss. Ja, Maxchen gehört gar nicht zu uns, muss man sagen, das weiß er nur nicht. Er hält sich eigentlich immer hier auf, hat hier so seinen Schlafplatz, kriegt hier was zu fressen. Aber ich glaube, der kriegt überall was zu fressen. Aber irgendwie ist der immer hier. Ist ja fast wie mit dem Kameramann. Ist ja auch schwer zu finden. dann würde ich einfach sagen, das Einfachste ist, wenn ihr sie abladet und einfach sofort in diese blaue Tür reingeht und geradeaus durch, weil dann kann sie raus aufs Paddock, dann kann sie sich nach der Fahrt bewegen. Genau, ne, dann gehst du einfach, dann kann sie gar nicht so viel gucken. Ich stelle mich da vorne mal hin, dass sie nicht zur Straße laufen kann, wenn irgendwas ist. Ne, und dann gehst du nur durch die zwei blauen Türen hier, geradeaus durch. Das funktioniert ja wie am Schnürchen. Ja, bestes Wetter hat die Choki mitgebracht. Es regnet in Strömen. Du willst gleich noch vorreiten, also wir wollen es probieren. Wenn das natürlich so weiter regnet, lassen wir es einfach. Ja. Aber wir werden, ich drücke mal die Daumen. Ja, ich wollte eigentlich mal fragen, was ist denn mit Choki das Problem? Also warum bist du hier? Also das Sattel ist ein ganz großes Problem, dass sobald der Sattel kommt oder auch schon die Schabracke, dass sie schon total unruhig wird und sich dreht und uns auch versucht umzurennen. Und manchmal versucht sie auch hochzugehen. Also hochgehen heißt vorne hoch? Genau. Wenn du mit dem Sattel kommst oder wenn Wenn der drauf liegt und ich gerade den Gurt dran nehmen möchte, okay, dann versucht sie hochzugehen und ist halt nicht so angenehm. Und dann schafft sie es meistens auch und dann fallen wir auch immer in Panik, wenn sie dann hochgeht, weil wir das auch gar nicht kennen von ihr. Ja gut, aber da würde ich auch in Panik verfallen, weil ein steigendes Pferd finde ich auch nicht so toll. Ja.
Habt ihr mal irgendwas schon abklären lassen? Magengeschwür oder Röntgenbilder oder irgendwas, was so ein bisschen auf Schmerzen hindeutet? Nein, noch nicht. Ich glaube, du hast sie auch noch nicht so lange, ne? Nee. Hast du sie Probe geritten selber? Ja. Und waren da die Probleme auch? Hast du sie da selber aufgesattelt oder war sie schon gesattelt? Sie war schon gesattelt. Wir mussten sie nur noch in die Halle führen und da bin ich sie aber auch nur an der Longe erst geritten. Hinten, ja, es oder ist gar kein richtiges Umspringen. Sie will einen Galoppwechsel machen, dann will sie doch keinen machen und ist das so ein Kuddelmuddel hinten an dem Bein. Also es ist ganz komisch und es fühlt sich auch nicht gut an, wenn man oben drauf sitzt. Okay. Aber wenn ich auch mit dem Steigbügel irgendwo gegen haue, da erschreckt sie sich auch ganz schön und galoppiert dann auch weg. Wie, also ist sie am Bauch eigentlich empfindlich? Ja. Und wie machst du das denn? Wenn sie steigt, hätte ich ja schon so ein bisschen, denke ich, oh Mann, wie kriege ich denn da jetzt den Sattelgurt fest? Das schaffst du ja irgendwie. Ja, wir halten sie dann immer selber fest und lenken sie vorne ab mit Leckerlis oder so. Ach, dass sie nicht angebunden ist. Okay. Weil wenn sie immer hochreißt, dann geht das ja auch alles ins Genick und das ist ja auch jetzt nicht so gut. Ja, aber sie ist halt immer total unter Spannung und ja. Was ist denn so das Ziel? Also warum hast du sie denn? Also angenommen, sie wäre jetzt ganz normal und sie würde alles das machen, was du möchtest. Was hast du denn würde dann mit ihr vor? Ich würde gerne Dressur mit ihr reiten. Okay. Dressur zu Hause oder Dressur auch auf dem Turnier? Erstmal zu Hause. Ja, das ist eigentlich im Moment mein Ziel, aber klappt noch nicht so gut. Das wäre so mein Traum, wenn ich sie einfach in Ruhe satteln könnte, ohne dass ich da immer Steffi oder also irgendjemanden dabei haben muss. Ja, okay. Gut, dann würde ich es so machen, ich würde sie durchchecken, weil ich denke immer, wenn ein Pferd so reagiert, dann hat es irgendwo irgendwelche Schmerzen oder es hat ganz schlechte Erfahrungen mit dem Gegenstand gemacht und hat dadurch ganz viele Schmerzen gekriegt. Ne, das ist jetzt meine Aufgabe, das rauszufinden. Gibt es denn sonst noch irgendwas, worauf man sich einrichten muss? Haut sie, beißt sie, beim Hufe auskratzen, Schweif einsprühen, sonstiges? Mähne, das findet sie ganz gruselig. Da reißt sie den Kopf hoch. Und also das haben wir jetzt auch nicht mehr weitergemacht, weil sobald diese Sprühflasche das Geräusch kommt oder auch wenn man mit einer Box auf sie zukommt, kriegt die auch total Angst. Oder wenn halt irgendwas an den Mund kommt. Das mit dem Kopf war zu Anfang ein Problem, dann war das ein, zwei Monate wieder nicht so, also das Aufheften war ein Problem. Okay. Zu Anfang, dann war das ganz kurz wieder okay und jetzt ist das auch wieder. Ich glaube, dass mit dem Vorreiten, also Vicky reitet da draußen, ja, ich aber auch. Das würde ich jetzt dir überlassen, ob du das machen möchtest. Also ich bin sie noch nie bei Regen, Wind draußen geritten, muss ich sagen. Okay. Ich habe es noch nie gemacht. Gibt es sonst? Würde ich jetzt auf ganz viel negative Stimmung stoßen, wenn ich sagen würde, ich würde mein Pferd eingedeckt lassen, bis es richtig warm ist? Nein, gar nicht. Weil gar nicht. Es ist einfach so, wenn die so nervlich sind und auf Kälte so reagieren und so wenig Substanz haben, dann fangen die an, sich natürlich auch warm zu zittern, warm zu laufen und sich Hitze zu holen. Okay. Ne, also so diese dicken, mopsigen Pferde, die haben ja ein bisschen Substanz. Ne, und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass so diese dünnen Pferde, und sie sieht auch sehr dünnhäutig und sehr dünn im Fell aus, sie hat ja jetzt kein dickes Winterfell. Nein, gar oder kein. So. Sie war auch nicht richtig im Fellwechsel, also sie hat vielleicht mal ein bisschen Fell verloren. Aber dann kann das schon viel ausmachen. Und was kriegt sie momentan zu fressen, weißt du das? Also weißt du, was die da füttern? Füttern die Pellets, füttern die Heulage? Wir haben geschraubt gehabt, als sie so dampfig waren. Und das ist aber nicht, weil sie das wollen, dass sie keinen Hafer kriegt, sondern weil das da... Sie hatte viel zu viel Energie. Bei uns ist es Unwissenheit und uns wurde gesagt, Energie ist es dann... So. Also das wird man ja denn hier feststellen. Genau. Das ist ja, also ich kann nur sagen, Falco ist immer noch bei seinen 8 Kilo am Tag. Und der wird immer ruhiger. Also hat sie Pellets, sie hat Müsli, steht sie auf Stroh, steht sie auf Späne, steht auf Stroh und kriegt sie Heu oder Heulage, weißt du das? Heu. So, Zahnarzt war, glaube ich, habe ich gelesen, war, glaube ich, mal da oder war nicht da? Noch nicht. War noch nicht da, okay.
dann haben wir quasi so das gesamte Paket. So, ich gucke immer, ob Schmerzen da sind. Ich gucke natürlich das Gesamtbild, ob das Maul in Ordnung ist und der Magen-Darm-Trakt und all sowas, ob sie da deswegen vielleicht auf das Gurten und auf den Gesamtsattel so reagiert. Und da wird sich dann ein bisschen was ändern und dann kann ich dir letztendlich nur ein Training mitgeben, weil in 3 Tagen kann ich dein Pferd natürlich nicht umkrempeln. Das heißt, die eigentliche Arbeit machst eigentlich du. Und was ich so ein bisschen raushören konnte, würde ich dir dann auch empfehlen, dass wirklich auch du das machst. Weil ihr beide eine Bindung kriegen sollt oder halt noch die zweite Reiterin. Ich würde dann aber nicht noch eine dritte Person mit ins Boot holen. Nee. Weil jeder hat ja einen unterschiedlichen Stil. Ne? Und letztendlich müsst ihr euch ja überlegen, wer will denn mit ihr auf Dauer wirklich etwas erreichen? Ich. Ne? Also braucht ihr beide die Bindung. Ja. So, und ich werde es hier wahrscheinlich ganz schwer haben, weil dich kennt sie schon. Ja. Wenn du in die Box gehst und sie halfterst, dann weiß sie schon, ah, die tut mir nichts. Halfterst du im Moment gar auf, nicht. Halt auch ne? Da bin ich dann halt echt gespannt, was sie macht, wenn jetzt eine ganz fremde Person kommt. Das weiß ich auch noch nicht. Wenn du kein Problem damit hast, dass du ein bisschen nass wirst, probieren warst, das ist dann ein bisschen einfacher. Und ne, dann sehe ich zumindest auch das Fertigmachen. Und du kannst ganz entspannt sein, ganz ruhig sein. Und du sagst auch, wenn es dir zu viel ist oder wenn du Hilfe brauchst. Ne, es soll nicht gefährlich werden. Und hast du denn auch manchmal ein bisschen Schiss vor ihr oder gar nicht? Doch, in welchen Situationen? Satteln. Satteln, okay. Die Dauerrosse kann auch schon so ein bisschen mit ihrem Verhalten zusammenhängen. Okay. Ne? Also es kann sein, dass sie zum Beispiel in der Gebärmutter zum Beispiel was hat, was dafür sorgt, dass sie immer dauerrossig ist. Das war ja bei Chick-Chick der Fall. Ne? Die hatte wirklich Wasser in der Gebärmutter und das sind ja Schmerzen ohne Ende. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt so vom Eindruck her, dass sie böse ist oder dass sie ungelassen ist. Weil bei dem, was sie jetzt so alles erzählen, glaube ich eher, dass sie Schmerzen hat. Hast du im ersten Loch? Nein. Mach ins erste Loch. Ruhig. Alles gut. Steffi, mach bitte ins erste Loch. Ja. Viel zu eng. Brav. Ach toll, machst du das. Oh, so eine Feine bist du, ne? So eine Feine. Oh. Toi, 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 ne? Alles gut. Mensch, Donnerwetter, toll. So, ja, guck mal, was da alles passiert, ne? Ist alles neu, klasse, machst du das. Ich habe jetzt noch nicht komplett festgemacht. Das ist jetzt nein, das musst du ja auch gar nicht. Ne? Ich mache das nämlich nie gleich zu Anfang fest, damit sie noch ein bisschen Spielraum sein kann. Musst du deine Nase schon rümpfen, ne? Ja. Ach, muss ich. Einfach nur, dass ich mal einmal sehe, wenn du ein bisschen Schritt reitest, ein bisschen Trab reitest, und dann ist es das schon. Ja. Ne? Dann kann ich mir ein kleines Bild machen. Ja. Hier ist auch alles eingezäunt. Ich kann da unten noch die Fahne wegnehmen, die da so weht. Das wäre lieb, weil sie ist sehr schreckhaft. Ja, ja. Und ne, so. Das ist dein. Alles gut, Mucki. Brav. Na, großer. Brave Maus. Super. Alles gut. Alles gut. So, siehst du wohl. Habe ich einen dicken, fetten Stromschlag gekriegt. Teufel. Oh, Vorsicht, Olli.
Oh, sie ist aber schön entspannt, ne? Aber man merkt schon, sie friert jetzt schon. Ja. Na, was sagst du? Traust du dir zu oder lieber nicht? Ja? Ich probier's. Wir müssen nur den Sattel, glaube ich, noch mal nach vorne legen, ne? Ja, der rutscht immer nach hinten. Ich habe eben so ein Gewisch gekriegt, ne? Ich habe gedacht, mein Herz bleibt stehen, ey. Ich habe jetzt, glaube ich, einen richtigen Brandfleck hinten am Hintern. Ah, super. Oh. Den brauchst du aber jetzt nicht zeigen, bei dem Wetter. Wie ist das, wenn du jetzt hier Schritt gegangen bist und den Sattel dann nach vorne legst und wieder angurtest? Ist es das gleiche Thema wie in der Stallgasse oder ist es besser, wenn du das hier draußen machst? Kommt immer drauf an. Manchmal ist es schlimmer, manchmal ist es besser. Okay. Ne? Aber ich glaube ganz echt, dass sie mir nicht durchgehen würde. Also da vertraue ich ihr eigentlich, aber man weiß ja nie, was kommt. Aber eigentlich vertraue ich ihr. Nicht. Guck mal, jetzt hat sie die Ohren vorne, ist entspannt. Toll. Ne? Und ich würde dann einfach hier bleiben, gar nicht bis nach unten gehen. Ach, schön machst du das. Klasse. So fein. Komm bald nach, da gehen wir es durch. Ja, ich bin noch nie mit ihr durchs Wasser gegangen. Ach so, okay. Das, also Pfützen hatten wir einmal, da bin ich einmal durchgetrabt, das fand sie auch nicht so cool. Mhm. Aber ja, mein Pony fand das auch nicht cool, jetzt galoppieren wir durch die Pfützen. Ach, hier gibt es denn irgendwann nicht viel Auswahl. Nee, da aber muss man du durchs Wasser, ja genau. Super, so und dieses Galoppieren, das machst du mit ihr nicht mehr, weil... Doch, ich galoppiere sie auch. Machst du auch. Gut. Aber es fühlt sich für mich halt an wie Buckeln. Ist es aber nicht. Das ist halt einfach dieses, sie weiß nicht, was sie mit der Hinterhand machen soll. Okay. Also es ist so ein Salat, sag ich mal. Und alles ganz vermischt. Macht sie das bei den anderen Reitern auch oder nur bei dir? Also es saßen ja bisher erst, sag ich jetzt mal, 3 Reiter drauf. Ja. Und bei meiner Tante hat sie es auch gemacht. Und bei meiner Trainerin, die sie lang geritten ist, weiß ich das gerade gar nicht mehr genau. Okay. Die kann halt auch schon viel besser reiten. Ja. Und kann das deshalb auch anders umleiten, sage ich jetzt mal. Aber ich kann das einfach nur nicht. Ja, okay. Aber ich kann mich halten, das ist das Wichtigste. Ja. Was musst du jetzt nach dem Schritt reiten oder gleich nochmal nachgurten? Meistens ja. Weil der sieht jetzt auch locker aus. Ja. Und macht sie da jetzt was, wenn du drauf sitzt und nachgurtet? Das ist bisher einmal passiert, da ist sie mit mir weggerannt. Hm. Aber ich steige im Moment immer lieber ab, weil ich halt diese Erfahrung gemacht habe. Ja. Und sie dann auch einfach entspannter ist beim Nachgurten. Ach so, also du steigst ab, gurtest fest und steigst dann wieder auf. Also wenn ich von oben nachgurte, ist das kein Problem. Aber da ich einen Dressursatz habe und der Gurt so weit unten ist und ich habe immer das Gefühl, ich kipp dann um. Und weil sie dann trotzdem auch manchmal einen Schritt zur Seite macht beim Nachgurten von oben, mache ich es lieber von unten, weil ich habe immer Angst, wenn ich dann wirklich da so hänge, dass sie dann mal einen Satz zur Seite macht. Also wenn ich das jetzt von unten... Zu Anfang mit Springsattel geritten, von meiner Trainerin der Sattel. Und da auch von oben, aber von oben findet sie es nicht so schlimm. Okay. Aber wenn jemand von unten nachgurtet und man drauf sitzt, findet sie es auch blöd. Ja, weil er ist halt... Ich würde jetzt sagen, er ist jetzt schon wieder da hinten. Genau, er rutscht total schnell. Und das war auch durchs Korrekturpad, da hing das Korrekturpad gefühlt ganz hinten dadurch. Ja. Ne? So. Also müssten wir jetzt theoretisch gesehen absteigen, gurten, wieder aufsteigen. Ja. Okay. So, jetzt ist der Sattel zumindest schon mal weiter vorne. Okay. Ja. Musst du auch nicht zwanghaft, wenn du sie am langen Zügel reiten kannst, dass sie nicht abschießt oder sonst was machst, kannst du das auch machen. Rennen tut sie nicht freiwillig. Ja. So. Also wegrennen würde sie, glaube ich, nicht. Also du musst sie jetzt nicht zwanghaft jetzt irgendwie runterkriegen. Nee, das kriege ich auch sowas, nicht so gut ohne Ausbinder hin. Okay. Ich reiz sie ja sonst mit Dreieckszügen immer. Jetzt glaube ich aber Papa im Auto noch. Ne, für mich ist es nur wichtig zu sehen, wie ihr beide trabt. Oder wenn du jetzt wenn du sie jetzt auch schon galoppierst oder sowas. Ne? Ich gucke, wie sie im Trab drauf ist. Und dann, das machst du mal. Also ich galoppiere jetzt halt keine ganze Bahn, ich reite nur Zirkel im Galopp. Ja. Ja, die Schoki ist eine ganz hübsche und ich glaube eine ganz, ganz liebe Stute. Ich vermute einfach auch hier ein paar Schmerzen. Dauerrosse ist schon immer so ein kleines Zeichen, diese Angespanntheit beim Gurten. Ob der Sattel so ganz optimal ist, weiß ich auch nicht. Der rutscht bei jedem Schritt wirklich nach hinten. Und da muss ich mal gucken. Aber sie ist so brav hier in fremder Umgebung. Eine ganz tolle junge Besitzerin, die wirklich überhaupt nicht, nennt man das egoistisch oder ich
weiß nicht, wie man es sagen soll, ganz feinfühlig ist sie und sie möchte gerne wirklich was Positives haben. Jetzt hat sie gerade ein kleines Problem. Ich gehe mal hin. Na, will sie nicht von den Beinen weg? Komm her. Ne? Bleib am besten oben. Ah. Hier. Okay. Ja, ja, super. Klasse. Jetzt bist du schon drin, jetzt können wir auch weitergehen. Weiter. Ja, das sind Sachen, die kennen wir vom Falco ja auch. Dass er da hinten dann mal nicht weg will oder nicht durch eine Pfütze möchte. Aber mit so ein bisschen Anschwung geht es und hier kann man es jetzt einfach vermeiden. Also ich glaube, das ist ein ganz tolles Paar und ich hoffe, dass ich ein paar Sachen finde, dass das Ganze besser wird. Weil ich glaube, das ist ein Pferd, mit dem man das machen kann, was die Greta eigentlich vorhat. Und jetzt aber abgeschrieben hat diesen Traum, ganz runtergeschraubt hat, weil halt einfach diese Probleme da sind. Und da gucke ich mal. Also ich muss sagen, dass du auf den ersten Eindruck ein ganz, ganz feines Pferd hast. Ja, sie ist auch ganz sensibel, auch im Maul und überall. Also ja. Da kann man nicht mal drin rumreißen. Das findet sie auch nicht so witzig. So, und was ich ganz toll finde, ist, dass du ihr wirklich ganz viel Sicherheit gibst, indem du dich entspannt draufsetzt und einfach so reitest. Da würden manche andere jetzt schon wirklich, wenn ich das mal ganz krass sagen soll, die Hose voll haben. Also ich bin auch sehr aufgeregt, das muss ich auch sagen, weil ich bin noch nie mit ihr woanders geritten. Mhm. Und sie ist auch selber angespannt, aber... Ja, ich bin die mit den Leckerlis, das hast du schon erkannt. So. Sherry siehst du. Ne? So, und wenn du dir traust, einmal den Trab zu probieren, dann machst du das. Muss gucken, ob ich sie in den Trab kriege. Ich habe die Gerte vergessen. Ne? Probierst du einfach mal aus, ansonsten hole ich die eine. Ja. Weil dann wären die ja auch ein bisschen entspannter, weil die einfach ihre Energie ablaufen können. Aber sie sieht ja jetzt auch ganz ruhig aus. Ja, ich mache das nur lieber erstmal auf der anderen Seite, weil sie auf der Seite mal ein bisschen zickiger, sag ich mal, ist. Ja. Weil es nicht ihre Lieblingsseite ist. Komm, Tira. Ja, toll. Klasse. Super, fein machst du das. Ja, toll. Ja, das machst du doch super. So, und ich sehe sogar, dass sie sich immer gerne auch anbieten will. Ja. Das heißt also, du kannst sie bestimmt auch ohne Dreieckszügel dann reiten. Ja, ich krieg's, weil, also im Unterricht, da konzentriere ich, muss ich mich noch sehr auf mich konzentrieren, da reite ich sie mit Dreieckszügeln. Aber sonst reite ich sie auch meistens ohne. Ja. Reitest du mit ihr auch aus? Nein. Noch gar nicht dran zu denken. Okay. Also führen ist schon schwer. Ich muss immer mit Trense. Okay. Und sie versucht mich umzurennen. Also ich habe auch ganz viele Videos davon. Das können wir ihnen sonst auch noch schicken. Einmal. Also weil sie ist ja jetzt gar nicht guckig, ne? Nee, im Gelände ist sie relativ guckig. Also da läuft sie neben mir und sie erschreckt sich halt oft. Mhm. Und sie trabt dann immer an und da muss ich immer mit ihr eine Volte gehen, also damit ich sie wieder ins Stoppen kriege. Okay. Aber wir gehen halt auch immer nur die gleiche Strecke, wir haben jetzt einmal eine andere Strecke und die war, ja. Okay. Die war relativ anstrengend, ja. Weil sie das auch nicht kannte, aber sie ist halt auch so schreckhaft. Okay. Was hast du denn beim Leichttraben für ein Gefühl? Kommt dir dein Sattel ein bisschen entgegen hinten beim Einsitzen? Oder hast du das, der kommt dir entgegen, ne? Ja. Ja. Also es fühlt sich an, als würde der so ein bisschen hochfliegen und mir, sag ich mal, den Weg kürzer machen. Ja, ein ganz, ganz feines Pferd. Geländereiten soll, wie ich gerade gehört habe, nicht möglich sein, weil sie extrem kuckig ist. Und auch die Greta umläuft. Ich kann mir das jetzt so gar nicht vorstellen, weil hier gibt es wirklich so viel zu gucken. Hier ist neue Umgebung, es ist Wind, der Sternpavillon flattert, hier stehen die Anhänger, hier ist das Holzpferd, wo die Mähne weht. Das ist wirklich der Wahnsinn und sie schnurrt hier einfach ihre Runde. Also wieder irgendwie ganz utopisch.
Und auch das, ne, der Holzpferdkopf bewegt ja, sich ich hin auch und her. Sie hat zwar hingeguckt, aber hat sich nicht erschrocken. Das war, habe ich mich auch selber überraschend. Interessiert sie null. Ah ja. Hi. Ach toll, das reicht schon. Wie bitte? Alles gut. Ja, das ist, weil ich auch nicht, weil ich auch ohne Ausbinder reite. Ja. Aber das ist so, okay. Sonst reißt sie den Kopf nicht hoch durch die Ausbinder. Mit Ausbinder reißt sie den nicht hoch. Dann macht sie nur diesen kurzen Hasenballon. Also sie kann auch gut am Stück galoppieren, aber halt die Wechsel immer. Ja, okay. Das gut. Ist immer das Problem. Das reicht mir aber vollkommen. Ist ja auch immer nicht so einfach. Ja, ne? Da ist die Kamera, da sind Zuschauer. Und während Schoki wieder in den Stall gebracht und der Anhänger weggestellt wird, inspizieren die Wildgänse erstmal den Platz. Zum Training kommen? Ja? 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 Vielleicht können wir euch eine Dressur beibringen. Oder ihr geht hier mal übers In-Out. If the rays of hope will shine again someday. Ah, ja. And if I might be spared as the tempest starts to swell. At this point it's just too dark to tell. Bestes Wetter gerade. Es scheint mal kurz die Sonne, eben hat es geregnet. Ich fange mein Training an. Ich nehme zuerst die Stute Schoki, die da ist. Die hat extrem Gurtzwang, Sattelzwang, ist sehr kopfscheu, haben wir gestern schon gesehen. Und gerade auch das Rausbringen war ein bisschen problematisch, weil sie hier draußen auf ihrem Paddock wirklich sich das Halfter nicht abmachen lassen wollte. Sie ist nur hin und her gesprungen. Und ja, ich bin jetzt wirklich gespannt. Ich habe das Physio-Pad mir hier schon hergeholt und ich werde sie jetzt erstmal hier draußen auf dem Paddock ans Halfter nehmen. Ich werde versuchen, Physio-Pad draufzulegen, runterzunehmen, sachte zu gurten. Ich habe auch einen anderen Gurt. Ich zeige gleich, warum. Ja, und was ich richtig irre finde, habe ich noch nie erlebt eigentlich, ist, dass nebenan ein Hengst steht. Es gibt überhaupt gar keine Probleme. Gar nicht. Das ist irre. Schoki, was ist? Was schlabbelst du? Kannst du ja gleich nochmal machen, dann kann man das sehen. Genau, vielen Dank. Ja, mein erster Eindruck, was natürlich gleich so ein bisschen in mein Gehirn kommt, ist wirklich magentechnisch, Magengeschwür, Blasenentzündung, vielleicht etwas in der Gebärmutter, wenn ich mir das ganze Bild angucke. Gibt es viele, viele Symptome hierfür? Dennoch ist sie hier zum Check und ich habe es schon ganz häufig gehabt, dass alles wirklich dafür gesprochen hat und trotzdem war es nur in Anführungsstrichelchen Stress. Stress, Unsicherheit, Angst vor Schmerzen, wenn der Sattel kommt und das ist so ein bisschen meine Aufgabe heute, rauszufinden, wird das besser mit einem anderen Sattel, wird das besser mit einem anderen Gurt? Wie ist es, wenn ich mit der Aufstiegsleiter an sie rangehe? Das sind die Situationen, die für die junge Reiterin ganz schwer sind. Sie möchte gerne ihr Pferd alleine fertig machen können, alleine satteln, alleine trensen. Und das ist bis jetzt gar nicht möglich. Ja, Zähne vermute ich auch. Kann sich denken, warum. So. Wieder aufgepumpt, Taschen voller Leckerlis. Ja. Versuchen wir erstmal ein bisschen nett. Ne? Halt heißt halt, okay? Ja. Und wenn man brav ist, kriegt man was Schönes. Ja. Ja, die Schoki kam uneingedeckt. Das heißt also, sie steht jetzt schon des Längeren ohne Decke. Über Winter hatte sie eine drauf. Es ist jetzt nur wirklich. Ja, nicht unbedingt ganz kalt, aber es ist halt windig, es ist nass. Ich möchte gerne die Pferde auch viel draußen haben. Und da habe ich jetzt eine Decke drauf getan. Die Besitzer hatten keine Decke für sie mit, weil das ist mir einfach
ja, ein Pferd, was wenig Substanz hat, was ganz dünnem Fell ist, was sehr nervös ist und viel läuft, hektisch ist, decke ich ganz gerne ein. Fein. Und ich bin jetzt erstmal gespannt, was sich unter der Decke versteckt. Gestern hatte sie einen relativ runden Bauch. Oh ja. Ja, sie sieht ganz anders aus. Sie fängt jetzt schon an zu zittern, wie man sieht. Sie ist auch kalt, ne? Für dich? Na, komm mal her. Super. Ja, super, super, super. Klasse machst du das. Ja, was ich jetzt erstmal mache, ist natürlich gestern das Bild, hat ja so ein bisschen gezeigt, dass sie wahnsinnig reagiert beim Satteln bzw. beim Gurten. Und ich möchte jetzt ganz gerne erstmal ein bisschen fühlen, ist sie auch so im Rücken empfindlich? Das merke ich hier jetzt nicht wirklich. Also sie ist jetzt nicht sonderlich schmerzempfindlich, dass sie hier wirklich gleich richtig nachgibt. Was mir aber auffällt, ist ein beginnender Farbverlust. Ich gehe davon aus, dass sie so ein bisschen dunkler ist wie vorne. Und hier hinten wird es heller und ganz hinten auf hinten Richtung Schweifrübenansatz. Da sieht man wirklich, wenn sie läuft, dass da ein richtig ausgeblichener Fleck ist obendrauf. Wie ist die Empfindlichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel Richtung Sattelfläche gehe? Weil wenn sie wirklich ein Magengeschwür hat oder wenn sie wirklich da schmerzempfindlich ist, normal schmerzempfindlich, dann reagieren die eigentlich dann auch schon. Fein, toll. Ja. Ja, in der Kinesiologie steht der Magen für Zufriedenheit. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich zum Beispiel Magengeschwüre nicht unbedingt auf verkehrtes Futter zurückführe, sondern einfach auf eine Gesamtsituation. Nein. Ich finde es dann immer ganz traurig, wenn dann halt den Pferden wirklich alles entzogen wird, was eigentlich sehr leicht verdaulich ist, wie zum Beispiel Hafer, und man ihnen eigentlich jegliche Energie nimmt. Toll. So, hier habe ich jetzt eher das Gefühl, dass es ihr gut tut. Fein machst du das. Ach, cool. Kauen und Schlecken. Das tut gut, ne? Ja. So, auf dem ersten Blick sieht sie für mich in der Flankengegend auch eingefallener aus. Ich sehe auch beginnende Muskellöcher hier im Trapez. Das führe ich aber auf den Sattel zurück. Der liegt, glaube ich, nicht wirklich gut, was ich gestern gesehen habe. Beim Vorreiten zum einen kippelt er wirklich. Er kommt viel hoch hinten vom Gefühl her. Ich habe die Reiterin gefragt, hat sie auch gesagt, ja, der stößt ihr immer unter den Hintern, der kommt ihr immer entgegen und er rutscht auch permanent nach hinten. Und das ist so eine Sache, soll wieder angepasst gewesen sein für sie. Und ja, ich weiß es nicht, warum das so ist. Ich bin wirklich gespannt, wie es ist, wenn ich ihn da drauf lege, ohne das Pad, was dafür einfach Ausgleich, angeblich für Ausgleich sorgen soll, dass dieser Sattel passt. Aber das sagt eigentlich schon alles aus. Hier ist schön eine helle Markierung. Das fängt also an, hier zu drücken. Wenn ich jetzt den Zuschauern durch Fühlen zeigen kann, wo eine Brücke ist, wo Druck ist, sagen kann, Mensch, tiefster Punkt vom Sattel, noch eine Faustbreit dahinter sind ungefähr ihre Sitzbeinhöcker und sie müssen bei Brustwirbelkörper 16 wäre das optimale oder das am weitesten hinten gelegene Segment, wo man das Pferd im Bewegungsablauf dann nicht stören würde, wenn da die Hauptbelastung ist. Warum, frage ich mich, ist das denn für einen Sattler nicht möglich? Oder für jemanden, der rausfährt und Sättel verkauft? Das finde ich traurig, weil die Leidtragenden sind letztendlich die Pferde und natürlich auch die Besitzer, weil die haben eine ganze Menge Ärger, die haben viele, viele Kosten
und haben auch noch ein krankes Pferd zu Hause. So, die Seite hier ist druckempfindlicher, kann ich aber auch verstehen, weil wenn das hier schon anfängt zu scheuern. So, komm her. Wir gucken auch mal hier die Gegend an, wie es hier ist. Ja, das spannt sie gegen. Man sieht richtig hier, wenn ich da hingehe, zieht sie in den Bauch ein. Muss sie erst da, zieht sie wieder ordentlich. Wahnsinn. Oh, gucke voll. Passiert gar nichts, ne? Siehst du das? Bist du super. Toll. So, das finde ich richtig toll. Klasse, super. So was sagst du. Meinst du, ich darf auch an deinen Kopf fassen? Ich werde dich nicht durchchecken, nicht durchbewegen, nur fühlen. Nur fühlen, okay? Ja, guck mal. Ich will einmal deine Zahnleiste hochgehen, vielleicht mal die Lippe aufmachen, ne? Mal die Schneidezähne angucken. Meinst du, das kriegen wir hin? Und da oben am Genick habe ich gestern schon gemerkt, ist sie ganz empfindlich, ist alles gut. Guck mal. Ja, oh voilà, alles gut. Guck mal, ich streiche nur. Ja, ich streiche nur. Nur streichen. Nur, ich mache nichts, ich mache nichts. Guck mal. Nur streicheln, okay, guck. Ja, es ist ein bisschen ähnlich wie bei Shakira. Ich mache wirklich, ich streiche nur die Haarspitzen. Na, siehst du voll. Na, klasse. Na, toll. Super machst du das. Auch so eine Feine. So eine Feine bist du, ne? So eine Feine, ja. Sie hat quasi immer die Angst, dass es weh tut. Da kommen unsere Wildgänse wieder. Guck mal, siehste. Na toll, komm mal hoch. Ja. Ja, und das Auftrensen soll ja ein Problem sein, kann ich mir vorstellen. Ja, was die Shoki machen soll, die soll schnell steigen. Oh ja, da knuckt es ordentlich. Also wenn Druck aufs Genick kommt, wenn gegurtet wird, haben wir gestern auch im Ansatz gesehen. Super. Das ist natürlich so, die Shoki ist noch nicht so lange in den Besitz der Familie. Halbes Jahr. Toll, super. Zeig mal dein Kiefergelenk. So, gut so. Das finde ich aber toll. Sie soll ganz kopfscheu sein. Dann finde ich das richtig, richtig toll, dass sie das jetzt mit mir als fremde Person wirklich hier draußen macht. Ja, toll, ne? Super. Gucke mal. So, und die Besitzerin von der Shoki schätze ich als super lieb ein. Die macht sich wirklich Sorgen mit ihren jungen Jahren. Und ich glaube, wenn ich der solche Sachen zeige, dass sie sich einfach Zeit nimmt und einfach ihr Pferd abstreichelt, durchmassiert, für Entspannung sorgt, ich glaube, dann wird das gut. Darf ich auf die Seite auch an dein Genick? Ja? Jetzt weißt du ja schon, dass ich da nichts Dolles dran mache, ne? Oder knackt das auch ordentlich? Oh, lalala. Ja, die Seite ist nicht so gut, ne? Nein, die Seite ist nicht so gut. Ich habe das schon mitgekriegt. Ist beim Satteln auch nicht so toll, ne? Ja, das ist auch nicht so toll. Siehst du wohl, klasse. Komm her, ich massiere hier mal ein bisschen. Ja. Ja, es ist natürlich ein ganz anderer Scheck, wie man ja ihn kennt, wenn man jetzt einen Physiotherapeuten oder Osteopathen rausholt. Ich sage mir immer, ein Pferd, was so verspannt ist, was ich gar nicht anfassen lassen will, was möchte ich da erreichen? Ich möchte ja erstmal erreichen, dass die Spannung aus dem Pferd rausgeht. Ich möchte erreichen, dass es merkt, ich tue ihm nichts. Wie soll ich das machen, wenn ich eine Stunde Zeit habe oder anderthalb Stunden Zeit habe und alle Gelenke durchteste, so wie man es lernt. Man fängt unten am Hufgelenk an und arbeitet sich Gelenk für Gelenk durch. Was passiert, wenn sich ein Pferd vor Schmerz wo nicht durchbewegen lässt? Dann haben wir schon das Problem. Und für mich ist es eher aufschlussreich zu gucken, wie reagieren die Pferde erstmal auf den Dingen, die jetzt zum Beispiel beim Reiten oder beim Fahrpferd, wo das Geschirr liegt, gibt es da irgendwelche Schmerzpunkte? Und dann gucke ich weiter.
Und bei ihr jetzt zu gucken, ob die Hufe vielleicht in Rotationsstellung blockiert sind oder das Kapalgelenk blockiert ist oder sonstiges, hilft nicht dagegen, ihr die Angst vorm Anfassen am Genick zu nehmen. Was meinst du, Süße? Darf ich einmal deine Oberlippe hochnehmen oder kriegst du da gleich die Krise? Weil Wurmkuh soll Selbstmord sein. Alles, was da vorne am Maul ist. Ne? Ja, so schön. Aber soll ich dir was sagen? Wenn du das lieb machst, ne, kannst du ein schönes Leckerli haben. Was hältst du davon? Du kannst schön in Ruhe fressen, okay? Und ich tüdel hier ein bisschen rum. Ja, das ist der Gurt. Und die Idee, denke ich, die dahinter steckt, ist, dass halt einfach, du weißt schon, was ist, ne? Dass halt einfach viel Auflagefläche ist im Verhältnis zu anderen, wo das denn so schmal weitergeht wie hier. Grundsätzlich finde ich eine sehr schöne Idee. Das Ganze ist aus ganz starkem Gummi, so fühlt es sich zumindest an. Ich kann es ziehen und Gummi hat so ein bisschen den Nachteil. Das heißt, erst hat es einen Vorteil, es ist flexibel. Es heißt, man kann es bewegen, sprich bei der Atmung kann man es auseinanderatmen. Es geht auch wieder mit zurück. Der Nachteil ist nur, dass es immer das Bild verfälscht, wie fest man gurtet. Was ich jetzt ganz erschreckend allerdings finde, ist, wenn ich das Ganze umdrehe und mir das angucke und mir dann vorstelle, ich bin empfindlich unterm Bauch, ich mag das nicht. Und dann gucke ich mir das an, was sicherlich irgendwie stoßdämpfend wirken soll oder Druck verteilen soll. Also ich muss ehrlich sagen, selbst aus anatomischer Sicht würde ich jetzt nichts hier dran erkennen können, was diesen Gurt hier angenehm machen soll. Jetzt möchte sie gerne dem Kameramann in die Tasche kriechen. Aber irgendwie habe ich auch in einem Kommentar gelesen, es ist gerade ganz aktuell, dass die Tiere, Hunde und Pferde sogar mit der Kamera oder dem Kameramann flirten. Mache ich auch manchmal ganz gerne. Das Auge geht schon in eine andere Richtung. So, ich nehme jetzt einen ganz normalen Kurzgurt. Sie muss natürlich erstmal merken, dass das nicht der andere ist. Sie wird jetzt schon unruhig, wie man sieht. Ich habe nur den Sattel in der Hand. Ich habe nur das Geräusch hier vom Sattelgurt, von den Schnallen. Und das alleine macht ihr schon Stress. Riecht gut, ne? Ja, mal hier. So, schön. So, und ich gucke jetzt erstmal, was passiert. Da geht sie ein bisschen runter. So, jetzt mache ich es so, dass die Schnallen auch so ein bisschen klackern. So, vom Auge her würde ich sagen, ist das ein super liebes, tolles Pferd. Ja, vielleicht ein bisschen Schmerzen, vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht. Feiner, toll machst du das. Guck mal. Supi, prima. Klasse, so, pass mal auf, was wir jetzt machen. Oh ja, ist alles gut, gucke. Ja, guck mal, tut gar nicht weh, ne? Tut gar nicht weh, oder? Nee, ne? Guck. Ist nicht so ein komischer Knopf dran, der dich drückt. Nein, ist er nicht. Guck mal, ja. So, und eben mit der Hand konnte ich da lang streichen. Da hat sie nicht gezuckt mit dem Fell. Sie hat sich nicht zusammengezogen. Jetzt weiß sie, habe ich den Gurt hier in der Hand. Und sie zuckt. Und jetzt wird es aber auch schon besser. Ne? Ja, und ich denke dann immer, sie ist jetzt 8. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ist wohl springen gegangen. Ist nicht hoch genug gekommen. Und ist dann quasi beim Händler gelandet. Guck sich mal einer an, das ist doch wohl toll, oder? Sie entspannt hier total. Fein. Nichts Schlimmes, ne? So, ich bin jetzt einfach mal ganz stumpf und lege ihn einfach drauf. Gucke, was passiert. Ei, toll, super. Mensch, Donnerwetter. Klasse. Brr.
Bleib mal hier. Hallo. Ja, jetzt hast du es geschnallt. Jetzt erst. Warst du gerade abgelenkt? Super, klasse machst du das. Mensch. So eine Feine und das von rechts. So, von links kennst du das, ne? Da werden die Symptome vielleicht doller sein. So, das Aufsatteln, das soll wirklich mit 2 Personen, 3 Personen nur machbar sein. So, ist fein. Gut machst du das. Ja, toll. Guck mal. Donnerwetter. Und jetzt geht es hier hinten wieder runter. Ja, du hast keine Aufmerksamkeit, ne? Obwohl du ein Hengst bist, sag. Das kann auch so nicht sein, mit so einem schönen Zopf. Du kriegst auch gleich Aufmerksamkeit, ne? Was sagst du mit den Gurten? Das war gestern schon das Problem, den Gurt alleine nur dran zu machen. Noch nicht mal dran zu ziehen, festzuziehen, sondern nur dran zu machen. Allein so diese typische Bewegung, den hier reinzumachen, zu verschnallen. So. Sieht, die Ohren sind hinten. Sie weiß also ganz genau, was kommt. Ei, toll. Ja, ich mache erstmal nur mit der Hand. Nur mit der Hand. Guck mal hier. Nur mit der Hand. Kein Gurt, nur mit der Hand. Ne? Nur mit der Hand. Gucke mal. Toll. So, und ich streichel sie jetzt erstmal. Weil häufig ist es so, dass wenn man allein nur die Bewegung macht, unter dem Bauch durchzugreifen, um nach den Sattelgurt zu holen, die Pferde, die das mit negativen Sachen verbinden, flippen da schon aus. Das hat gar nichts mit Angurten zu tun. Gehe wieder runter, ne? Ja? Ja? Guck mal. Super. So, und jetzt mache ich auch nichts, ne? Guck mal hier. Da, guck mal hin. Hier, guck. Passiert nichts, guck. Ja, guck mal hier. So, ich mache noch gar nichts. Guck. Ja. Ne, ich mache einfach nur die Bewegung, ja, bis sie merkt, es ist nichts Schlimmes. Guck, gar nichts Schlimmes. Merkst du es? Ja. Bitteschön. So, guck mal. Ja, passiert ja gar nichts. Der passt ein bisschen auf Größere. Ja, der passt wohl auf Größere, ne? Ja. So, jetzt streicheln wir hier, dann gehe ich. Ja, komm her. So, und der Gurt ist noch gar nicht festgezogen. Noch gar nicht festgezogen ist der. Ich habe noch gar nichts gemacht. So, guck mal hier. Ja, habe noch gar nichts gemacht. Ja, noch nichts gemacht. Na, guck. Jetzt muss ich erst mal ein bisschen drauf rumrubbeln. Ja. Ja, guck. Ja, komm her. Kannst dich so rumdrehen. Die muss ja erst mal merken, dass das nicht der Gurt ist, der sich da reindrückt. Ne? Guck. Hast du gemerkt? Machen wir auf der anderen Seite auch mal. Ne? Ja. Guck mal hier. So, ich gehe einfach bis dahin. Und jetzt bewege ich nur den Gurt an ihren Bauch, ohne zu ziehen. So, die Seite auch. So, und es ist ja, wenn der Sattel wirklich immer nach hinten rutscht, dann ist die Gurtlage auch ganz weit hinten. Und das ist äußerst schmerzhaft. So, das mache ich hier genauso. Ich ziehe nur ein bisschen. Ich ziehe nicht hoch. Ich ziehe einfach nur, wie man sieht, den Sattel so ein bisschen auf den Rücken. Der Gurt, der kommt natürlich auch unten spielerisch dran. So ist schön. So, jetzt sattel ich einfach wieder ab. Mache das Ganze nochmal. Ah ja, das ist nur der Sattelgurt. Machen wir nochmal. Alles gut. So. Haben wir schon so schön gemacht, ne? Ja. So, das ist also wirklich Gebamsel. Ich bin fasziniert, wie brav sie dann beim Reiten ist. Wo wirklich die Steigbügel hängen, wo die Beine runterhängen. Wenn sie so eine Angst davor hat. Also Wahnsinn. Ei, toll. Klasse gemacht.
entspannt, sogar wenn ich unterm Bauch streichele. Sie war eben in der Oberlinie, jetzt streichele ich sie, jetzt entspannt sie. Das finde ich richtig toll. Prima gemacht. So, der Gurt kommt wieder auf die andere Seite. Ne? Gucke mal. Ich ziehe den hier wieder hoch. Oh. Super gemacht. Ja, und wenn man so viel Angst hat, wenn einem quasi die Angst den Rücken runterläuft, wie soll man da gelassen sein? Denn erwartet man überall was, bei jedem Geräusch, bei jeder Handhabung, bei allem. Und dann ist natürlich ein entspanntes Reiten gar nicht möglich. Jetzt hier bei den Bauchgurtstrippen ist es ja auch so, dass man die unterm Bauch wegzieht und hier dran macht. Gar kein Problem. Das erste Mal eben Physiopad Sattelgurt nehmen und dran machen wollen. War da schon richtig heftig Reaktion. Also die unterscheiden ganz klar zwischen Sattel und zwischen anderen Dingen. Klasse, super. Und ich habe mich auf ganz viele Stunden eingestellt jetzt. Ja, du hast sie mich aber überrascht. Na komm, kommt wahrscheinlich bei Geld. So, guck mal hier, guck mal. So, fangen. Ja, so, was ist denn, wenn du jetzt die Wahl hättest? Dürfte ich dich denn da oben jetzt anfassen oder haust du ab? Wenn kein Halfter da ist. Gut. Ja, ich bin wirklich überrascht. Ich habe mich darauf eingestellt, dass wir hier wirklich Steigen haben, dass wir eine Schoki haben, die wild im Kreis läuft. Deswegen habe ich es hier gemacht, weil ich ja eigentlich auch gerne wollte, dass gleich der Geld so ein bisschen das mitkriegt, im sicheren Abstand, sich schon mal so ein bisschen dran gewöhnt. Nichts von denen ist passiert. Es war einmal nur wirklich diese Abwehrhaltung, diese Angst, als der Gurt kam. Und auch das ging jetzt ja ganz schnell vorbei. Also richtig toll. Die erste Einheit quasi mit Schoki hat mich auch richtig überrascht. Ich nutze jetzt einfach mal eben schnell noch das schöne Wetter, gucke, wie es aussieht, wie ihr richtiger Sattel sitzt, ob der durch Polstern vielleicht geändert werden kann, durch Kammerenger, was auch immer. Das werde ich mal probieren. Ich hoffe, sie lässt ihn mich drauflegen und vermutet nicht gleich wieder den Schmerz. Ja, und was ich natürlich ganz gerne hätte, ist, sie auch noch an die Aufstiegshilfe ranzuführen, dass sie entspannt und ruhig stehen bleibt. Weil manchmal dauert es bis zu einer halben Stunde, bis die Besitzerin auf ihr Pferd kommt. Und alles nur, weil sie Angst hat vor dieser Aufstiegshilfe. Oder vor dem Sattel oder vor dem, was danach kommt. Und da schaue ich jetzt mal. Ich werde nicht umgelaufen. Nein. So ist es schön. Nein. Halt. So ist es schön. Halt. Sowas hat natürlich nichts mit Magengeschwür oder Sonstiges zu tun. Das ist einfach Respektlosigkeit. Fein, gut so. Muss sie einfach lernen. Ne? So. Dass man nicht umgerannt wird, dass man nicht in die Richtung geht, wo jetzt ich als Mensch stehe. Halt. So ist es fein. Top. Das war deine Decke. Guck mal, die weht da einfach nur. Hast du gesehen? So, andere Situation. Alleine, nicht jetzt auf dem Paddock, wo wir heute Morgen waren. Das ist mir wichtig. Und halt. Guck mal hier. Vorhin haben wir es ja mit dem Sattelgurt gemacht. So. Ja. Andere Situation. Alles gut. Klasse. Guck mal. Toll. Prima machst du das. Ja, guck mal. Ja, war gar nicht schlimm, ne? War heute Morgen auch nicht schlimm, nee. War nicht schlimm heute Morgen. War nicht schlimm. Alles gut. War nicht schlimm heute Morgen. Nee, war nicht schlimm heute Morgen. Ja, war nicht schlimm. Erinner dich dran. Ah, wunderbar. Guck, nutzen wir gleich für die Längsbiegung. Perfekt. Ja, jetzt kannst du dich entscheiden zwischen Aufsteher. Siehst du voll. Guck mal.
Und um das Bild zu vervollständigen, versucht Ariane es auch noch mit dem richtigen Sattel von Choki. Bin ganz vorsichtig, Süße, ganz vorsichtig. Das geht gar nicht. Ich mach ihn weg. Also ich mag sie hier nicht länger quälen. Der hat so eine enorme Belastung. Der klemmt wirklich ihren ganzen Rücken zusammen. Ich habe ansatzweise eben versucht, da durchzukommen. Ich bin noch nicht mal drunter gekommen. Bis nach vorne, um eine Brücke zu fühlen, bin ich nicht gekommen. Ich vermute aber keine Brücke. Aber es ist so dermaßen viel Druck, nicht nur ganz hinten, sondern wirklich auch von der Mitte an, dass sie mich da gar nicht drunter lässt. Und ja, Maßanfertigung. Ja, jetzt regnet's, ne? Nun bist du nass. Ja, trotzdem musst du bei mir bleiben. Ja, komm mal mit. Ja. Möchtest du dich nur mit den Hintern zum Regen stellen, ne? Ja, na komm mal mit. So, weil sie ist nämlich nicht rückenempfindlich. So ist schön. Ich kann hier mit dem Physiopad wirklich hinten lang gehen. Sie ist jetzt nass, das heißt, sie hat stumpfes Fell. Da kriegt sie also auch Widerstand und auch Druck. Und das finde ich richtig toll. So, wir haben jetzt wirklich Extremsituationen. Es regnet, es ist windig. Man hat eben gesehen, da ist sie auch wirklich empfindlich drauf. Bitteschön. Trotzdem macht sie das jetzt ganz toll. Ich werde jetzt noch mal versuchen zu gurten. Der Sattelgurt geht jetzt auf der anderen Seite runter. Da hat sie heute Morgen ja stark reagiert. Fein. Was passiert, haben wir heute Morgen ja auch gemacht. Das war zuerst gar nicht möglich. Ich denke mal, so jetzt dreht sie sich nur wegen dem Regen. Fein. So, ich kann hier jetzt rein. Ich kann hier ganz leicht gurten. Ich kann hier ziehen. Es passiert gar nichts. Richtig, richtig toll. So, komm her, wir nehmen dich jetzt mal mit. Du trägst bitte den Sattel bis zum Stall, okay? So, und ich kann hier jetzt anziehen, ohne dass irgendwas passiert, an Steigen, am Beißen. So, meine Süße, können wir den nächsten Schritt noch mal im Wagen? Ja, ich steige nicht auf. Du kannst ganz entspannt mit deinen Hintern Richtung Wind stehen bleiben. Guck dir mal bitte an, was ich mache. Aufstiegshilfe. So. Gut. Und ob Ariane das nächste Problem nun auch noch in den Griff bekommt, seht ihr im zweiten Teil. Für ganz Ungeduldige stehen neue Videos schon vorab im Kanalmitgliedsbereich zur Verfügung. Hier kann man viele Fallbeispiele auch in der Uncut-Version sehen und jetzt neu auch Podcasts und Reittutorials zu Arianes Reitweise erhalten. Kanalmitglieder können zudem auch in den Kommentaren die Eichenecker-Emoji-Pferde verwenden. Die Reiter-Comedy der Eichenecker Reitschule ist zudem nun auch auf Apple Podcasts, Spotify und Amazon Music zu finden. Wir wünschen euch viel Spaß und auf bald. Euer Hofeichenegg-Team.